Der letzte Spieltag, die absolute Entscheidung. Wird 1860 München aufsteigen? Werden sie in die Relegation gehen? Oder doch den bitteren Gang in ein weiteres Jahr zweite Fußball-Bundesliga? Ihr seht es, alles ist möglich. Der Gegner ist vergleichsweise einfach. Der fix abgestiegene FC Heidenheim. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass das jetzt geschenkte 3 Punkte sein werden. Absolut nicht. Das sind die unangenehmsten Gegner am letzten Spieltag, wenn man selbst aufsteigen will. 1860 München hat nach dem katastrophalen 3:0 gegen FC Ingolstadt, womit man die Ingolstädter wieder in die Meisterschaft gebracht hat, einige Änderungen gebracht, unter anderem einen anderen Torhüter. González Cativo wird der Goalie sein, der über zweite Liga oder Bundesliga heute vielleicht die Entscheidung haben wird. Sepp Grünwald sitzt nur auf der Bank. Das wird sehr interessant. Heidenheim auf der anderen Seite, wie gesagt, die sind schon abgestiegen. Spiel mit einem nicht unbedingt offensiven System. 4-5-1. Mal gucken, wie sie sich schlagen werden. War ein schwieriges Jahr für den Zweitliga-Debütanten. Bin gespannt. Ist natürlich interessant, wie es bei den anderen Plätzen aussieht. Die Spiele laufen ja nicht gleichzeitig. Aber eine ganz, ganz wichtige Partie läuft zum Beispiel gleichzeitig. Und zwar die Partie in Braunschweig unter anderem. Und die ist ja wirklich ganz wichtig. Wenn Braunschweig nämlich verliert und 1860 ein Unentschieden holt, dann könnte das vielleicht auch schon reichen bei passendem Ergebnis der Ingolstädter. Jetzt mal, Götz wird gefoult, gibt einen Freistoß. Aus einer nicht schlechten Position treten wird, so wie es aussieht, Michi Fiak. Schauen wir mal, was hat er vor? Ah, nicht gut. Hat der Magdeburger Santos gesagt. Horvath wird wird abgeklärt, war fair. Röcken. Ja, macht er gut. Bringt die Flanke rein, da steht allerdings niemand. Jetzt mal die Heidenheimer. Über Riese. Verliert den Ball. Marc de los Santos. Fiak stand im Abseits. Das ist auch korrekt. Hat man ziemlich gut sehen können. Hier jetzt auch nochmal. Ja, ja. Eindeutig im Abseits. Das war offensichtlich. Es wird wirklich sehr, sehr spannend, diese Partie. Es geht nämlich wirklich um alles. Es kann in alle Richtungen. Direktaufstieg, Relegation gegen den ersten FC Köln oder ein weiteres Jahr zweite Fußball-Bundesliga. Und das ist schon eine sehr interessante... Achtung, Fiak. Fiak hat den Ball immer noch. Er hat den immer noch. Zieht nach innen. Schießt. Wird geblockt. So, aber sie bleiben im Ballbesitz. Marc de los Santos auf Sascha Deixler. Der schießt. Wird wieder gehalten. Ja, so müssen sie an den, so müssen sie starten. Gleich mal Torchancen akquirieren. Aufs Tor, gefährlich, aggressiv. Sigmann bringt den rein. De los Santos! Bleibt beim 0:0. Die erste Druckphase haben die Heidenheimer damit überstanden. Hier in der Allianz Arena. Aber es gibt Eckball, okay. Habe ich jetzt so nicht gesehen. Sigmann auf Daisuke, Zimmermann! Ja, schon 3-4 gute Chancen für den Beginn. So muss es sein. So muss es sein. Götz bringt den vor. Zu Fiak. Kriegt den Ball allerdings nicht. Schnatterer. Tich Rivero. Jetzt vielleicht mal Entlastungsangriff der Heidenheim. Aber da ist kein Tempo drinnen. Philipp Heise wird jetzt den Ball einwerfen auf Tich Rivero. Und der verliert den prompt. Ja, das darf denn nicht passieren. Er ist natürlich immer schwierig. Man ist schon, man weiß, man ist abgestiegen. Man möchte sich nochmal gut präsentieren. Aber jetzt Horvath faul. Das muss zumindest gelb geben. Das war ein taktisches Foul von Philipp Heise, glaube ich, war es. Ja, ja, das gibt jetzt auch die gelbe. Damit die Bestätigung. Gelbe Karte für Philipp Heise. 19. Spielminute. Schauen wir uns das nochmal an, der wäre da durch gewesen. Dieser kleine, wendige, schnelle René Horvath.
Köhler bringt den Ball rein. Auf Köhler. Ah, Köhler, sag ich schon. Rücken versucht er zu verlängern. Zimmermann passt aber wieder auf. Ja, wie gesagt, das ist schon der Beginn. So stellte sich Paul Heimann sicherlich vor, der Trainer der Löwen. Marc de los Santos, es geht so weiter. Michi Fiak. Der sieht Marc de los Santos, der schießt Pfosten. Meine Güte, aber der Ball ist noch heiß. Fiak, Tor, 1:0. Der hat erst zum dritten Mal in dieser Saison getroffen. Ein Doppelpack gegen RB Leipzig. Das war sein einziges Mal, wo er getroffen hat. Und jetzt macht Michi Fiak das vielleicht wichtigste Tor seiner Karriere. Dritter Saisontreffer. 1:0 gegen Heidenheim, 1860 München, in dieser Sekunde in Liga 1. Das ist es, was man wollte. Da freut er sich, da jubelt er. Zufrieden ist er mit sich, denn er weiß ganz genau, das Tor war wichtig. Wie gesagt, Doppelpack gegen RB Leipzig, sonst nie getroffen. Wurde schon als absoluter Chancentod abgeschrieben. Und jetzt macht er viel ausgerechnet, er muss man eigentlich fast schon sagen, dieses momentan so wichtige Tor. Aber die Partie, die läuft natürlich noch. 65 Minuten, da kann viel passieren. Ein erstes Mal Ekstase hier in der Allianz Arena. Deixler, der kommt vorbei. Der macht das gut. Sascha Deixler, der wird gehalten, bleibt am Ball. Pass war dann allerdings nicht der Beste. Dich Rivero. Rücken, gutes Tackling, kommt allerdings nicht an den Ball. Schade, hat er eigentlich ganz gut gemacht. Jetzt haben sie Platz, die Heidenheimer. Jetzt haben sie Platz. Legt ab auf Niederlechner. Da gibt es jetzt einen Freistoß. Aus ganz gefährlicher Position. Ganz nahe der Strafraumlinie. Ja, nicht mal einen Meter weg. Also da haben sie Glück gehabt. Bisschen weiter drin. Das ist ein Elfmeter. Achtung, Kopfball. Kommt nicht zustande. Kamia putzt aus. Göllert. Heise, der gelb kassierte. Cechi. Jetzt vielleicht. De los Santos. Ah, kann sich dann nicht durchsetzen. Die Heidenheimer versuchen da wirklich zu entlasten. Sie kriegen damit immerhin einen Einwurf in der 35. Spielminute. Wir werden in der Halbzeit schauen, wie es bei den Braunschweigern steht. Das wird natürlich sehr, sehr interessant. Auch Heiser, da hat jetzt mal ein bisschen Platz. Schickt Schnatterer. Der legt wieder zurück ab auf Heiser. Stehen sie jetzt ein bisschen im Weg? Ah, aber sie haben den Ball. Vorsicht, aber Köhler passt auf. Und jetzt über den Torschützen. Michi Fiak, das macht er artistisch großartig. Das war einsame Spitze. Tich Rivero. Riese. Griesbeck. Ah, jetzt kommen die Heidenheimer ein bisschen besser ins Spiel. Diese Anfangsoffensive der Löwen ist seit dem 1:0 eigentlich vorbei. Köhler passt gut auf. Spielt eine bombastische Saison, das muss man schon sagen. Macht das Rechtsverteidiger einen großartigen Job. Wittek. Geht da alleine. Beton liegt auf Gehen, weil schnell ist das nicht, was der da macht. Aber gibt das Abseits... oder faul, hab's jetzt nicht gesehen. Geht wohl abseits. Kamia. Ah, der war schlecht. Der war schlecht. Und somit ist wieder Heidenheim im Ballbesitz. Michi Fiak raus auf Rücken. Verliert den Ball. Heise. Was macht der? Ja, immer noch. Philipp Heise hält da lang den Ball. Spielen dann ab. Damals spielen das die Heidenheimer eigentlich ganz gut, nur gefährlich sind sie bisher noch gar nicht gewesen. So González Cativo musste noch nicht einmal eingreifen. Jetzt vielleicht ein Konter. Deixler schickt Michi Fiak. Der ist nicht so schnell. Aber der ist unangenehm dran. Bleibt da dran, versucht er vielleicht den Spieler in einen Fehler zu locken. Siegmann ab ins Aus mit dem Ball. Horvath. Da gut, Deixler legt ab auf Marc de los Santos. Verliert den Ball. Tich Rivero, da unten wird sie angezeigt von Schnatterer. Ich will den Pass, aber der kommt nicht. Ah,
aber Horvath bringt den Ball nicht auf Rücken, wird da gut bedrängt. Zimmermann putzt da aus und wir gehen mit einem 1:0 in die Pause. Schnelle Partie, hin und her, wenig Unterbrechungen. 1860 mit einer unglaublichen Anfangsoffensive bis zu diesem 1:0 in der 24. Spielminute. Dann haben sie abgebaut und Heidenheim kam besser ins Spiel hinein. Und wir werden jetzt hier sehen, dass Braunschweig 1:1 nur steht. Das bedeutet, Stand jetzt ist 1860 direkt in der ersten Fußball-Bundesliga. Sprich, sie müssen im Prinzip nur das Ergebnis halten und im schlimmsten Fall, wirklich im absolut schlimmsten Fall, gibt es die Relegation gegen den 1. FC Köln. Riese. Es gab keine Wechsel zur Pause. Einwurf für die Löwen. Rückpass auf Cartillo, damit der auch was zu tun bekommt. Auf Kamia, kam nicht ganz präzise. Hätte vielleicht auch für den Außenverteidiger sein sollen, weiß ich nicht. Sigmann versucht da Götz mitzunehmen. Schade, gelingt nicht. Titsch Rivero, Niederlechner. Sucht da Schnatterer. Aber Sigmann passt auf. Der kann auch defensiv manchmal aushelfen. Ist zwar nicht so sein Spezialgebiet, aber hin und wieder geht das auch. Deixler schickt da den Österreicher. Es wäre, wenn sie in die Relegation kommen, interessant, weil da würde er gegen seinen Ex-Coach Peter Stöger spielen. Das wäre eine interessante Ausgangslage. Sigmann ist ja von 1860 von der Wiener Austria zu 1860 gewechselt. Gab ja da zur ersten Saisonbeginn die Gerüchte, dass er mit Stöger nach Köln geht, hat sich dann allerdings erledigt und es ging nach München, auch eine schöne Stadt. Aber das haben sie jetzt gut gespielt. Marc de los Santos, ein bisschen sehr unauffällig in dieser Partie ist. Legt er ab auf Röken, das hat er gut gemacht. Der bringt die Flanke auf Deixler, die kommt nicht an. Horvath, der ist zu klein für ein Kopfballduell, das ist nichts Neues. Und jetzt da die Heidenheimer. Wir sind jetzt in der 58. Spielminute. Ja, ui, das hätte nicht passieren dürfen, Köhler. Das hätte nicht passieren dürfen. Aber das macht er jetzt gut. Rücken auf Fiak, De Los Santos, Sigmann. Ah, schlechter Pass. Trifft den Ball absolut schlecht. Aber es heißt, es gibt einen Wechsel bei Heidenheim. Die Nummer 20, Bakcici, geht und für ihn kommt Leipatz. Mal schauen, was es bringt. Ob es was bringt. Das werden wir in den nächsten 30 Minuten sicherlich feststellen. Titsch Rivero. Er verliert den Ball dann. Köhler gibt allerdings immerhin noch einen Einwurf. Ja, aber 1860, das gefällt mir nicht so wirklich, was die da machen. Das wirkt für mich zu passiv, zu sicher. Man ist sich zu sicher, befürchte ich. Riese. Titsch Rivero gibt einen Eckball. Jan Zimmermann, ja, der hat ja super gehalten. Bisher, man sieht es auch, Heidenheim jetzt mit 60% Ballbesitz mittlerweile. Da geht es nur noch in eine Richtung und der Ball ist drin. Und das ist eine ganz schlechte Nachricht. Das ist eine ganz, ganz schlechte Nachricht. Heidenheim 1:1 und damit ist 1860 raus aus der ersten Fußball-Bundesliga und zumindest in der Relegation, wenn nicht sogar noch schlimmer. Ja, Katibo wird davon, ich glaube, Köhler ist es blockiert, der wiederum von Röken blockiert wird. Also ganz, ganz dämliches Gegentor eigentlich. Da gibt es auch sofort einen Wechsel, Deixler raus, Edwards rein. Ja, so haben sie sich das nicht vorgestellt. Bis zu diesem 1:0. Alles super, eine großartige Anfangsoffensive. Aber dann hat man abgeschaltet und hat nicht mehr Fußball gespielt. Riese. Jetzt müssen sie natürlich aufpassen, die Löwen. Die brauchen ein Tor, um auf Nummer sicher zu gehen.
Fiak, jetzt hat er mal viel Platz, jetzt hat er Platz, aber Wittek, der ist schneller. Läuft ihn da einfach ab. Fiak, der spielt wirklich gut. Der spielt trotz allem wirklich, wirklich gut. Dieses wichtige 1:0, die Flanke war jetzt allerdings für die Katz. Horvat, Edwards, schickt der Marc de los Santos Zimmermann. Ja, jetzt müssen sie wieder diesen Offensivmodus einschalten, den sie in den ersten 25 Spielminuten hatten. Den sie dann komplett abgedreht haben. Rückpass Cativo kommt an auf Marc de los Santos. Ah, abseits. Edwards ist im Abseits. Ah, das habe ich ja von meiner Perspektive schon gesehen, dass das Abseits war. Ja, keine zwei Meinungen. Nächster Wechsel. Niederlechner geht, Vogelsammer kommt. Schnatterer. Röken versucht ihm dann den Ball abzuluxen, gelingt nicht. Götz schickt Marc de los Santos, das geht auch nicht. Und jetzt wird es langsam knapp. Ingolstadt spielt nämlich im Anschluss. Die haben nämlich schon angefangen. Und dort führt Ingolstadt. Fiak! Fiak! Immer noch Fiak! Macht den Doppelpack, Zimmermann! Mann! Ja, der Winkel, der wurde immer spitzer. Vielleicht hätte er da auf Edwards abspielen können. Ich mag es nicht zu beurteilen. Und da gibt es einen Wechsel. Und das ist eine ganz, ganz klare Botschaft. Rein Daisuke, der Abwehrchef, geht raus. Und Simon Kaufmann, der Stürmer, kommt rein. Das ist eine ganz klare Botschaft. Keine zwei Meinungen. Rücken, Kopfball. Schlecht. Wir schauen auf die Uhr. Es ist die 82. Spielminute und Gang. Und Stand jetzt sieht es wirklich schlecht für 1860 aus. Man eröffnet das Risiko mit einem Unentschieden sogar in Liga 2 zu bleiben, dass man sogar die Relegation verspielt. Aber noch ist Zeit. Noch ist Zeit. Jetzt vielleicht. De los Santos ein bisschen glücklich. Faul. Keine Karte und der letzte wechselt auf Seiten der Heidenheimer. Griesbeck geht, Grimaldi kommt. Sigmann, Edwards. Rückpass auf Götz. Christian Sigmann. Bin immer noch sehr wenig gesehen in dieser Partie. Gibt einen Einwurf. 86. Spielminute. Die Uhr tickt. Sie tickt und tickt und tickt. Luis Edwards. Block. Horvat. Ja, setzt sich sogar durch, überraschenderweise, weil er einfach sehr gut steht. Edwards, 88. Spielminute. Es rennt die Zeit davon. Das muss man sagen. Edwards bekommt den Pass. Marc de los Santos, jetzt, jetzt, jetzt. Ah, mein Gott, war der Schuss schlecht. Und natürlich Zimmermann, der lässt sich Zeit, der lässt sich Zeit. Man macht ja keine Geschenke. Röken verliert den Ball. Horvat, 7:1 Schüsse und es steht 1:1. Das ist natürlich auch nicht ideal. Kaufmann, Edwards, sieht Sigmann. Sigmann, kurz, Kaufmann und er ist drin. 2:1, 2:1. 1860 ist wieder in der Bundesliga. Der eingewechselte Simon Kaufmann macht es. Sigmann versucht es, Zimmermann hält und Kaufmann staubt ab. In der Nachspielzeit schießt sich 1860 München in die erste Fußball-Bundesliga. Und das ist so ziemlich fix, weil Braunschweig führt nicht. Braunschweig führt nicht und Simon Kaufmann mit seinem vierten Saisontreffer in der Liga macht es klar. Es ist sicher. Jetzt müssen die nur noch verteidigen. Bälle rausschlagen und dann ab, ab in Liga 1. Holt euch die Kugel, Jungs. Holt sie euch. Titsch Rivero. Strauß. Gut gemacht von Kaufmann. Gibt so einen Freistoß, aber egal. Hat wieder Zeit gebracht.
Und da wird jetzt sogar noch einmal gewechselt. Da kommt Leitner. Das sehe ich schon. Für ihn geht Marc de los Santos, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Und das ist der umgekehrte Wechsel von vorhin. Ein Stürmer geht, ein Innenverteidiger kommt. Also wirklich, das ist komplett umgedreht, wie gerade eben Daisuke Kaufmann. Ball fliegt rein. Vogelsammer. Ui, der hat Platz. Der hat Platz. Kamea passt auf und der trischt die Kugel weg und das war's. 1860 München schafft es und steigt in die erste Fußball-Bundesliga auf. Das ist ja unglaublich. Gratulation an die Löwen. Ganz großartig gemacht. In der 90. Minute. Unglaublich. Unglaublich. Und das ist die Abschlusstabelle. Ingolstadt hat es noch versaut. Braunschweig hat nur unentschieden gespielt. Und deswegen steigt Fortuna Düsseldorf und 1860 München auf. Wir bedanken uns fürs Zusehen bei dieser ganzen Saison. Und wir hoffen, euch wieder begrüßen.